Hallo und willkommen zurück mit einer neuen Episode zu Salt and Sanctuary. Und wir sind mal wo ganz woanders, als wo wir letzte Episode aufgehört haben. Denn wir sind hier bei dieser Festung am Strand. Und das habe ich deswegen gemacht, weil es hier ein Heiligtum gibt, welches noch nicht zu meinen Eid gehört. Und hier muss ich auch was Spezielles machen, um Zugang zu bekommen dort, wo wir... neben dem Bosskampf mit der Hexe runtergesprungen sind und mir dort dann der Zugang verwehrt wurde, weil ich dort noch ein Item benötige. Aber das können wir uns hier jetzt besorgen, denn ich werde hier jetzt, wie ihr schon oben in Itemslots seht, eine State Page benutzen, um hier dieses Sanctuary umzuwandeln. Und was ich noch machen werde, ich werde das nicht schaffen. Denn was passieren wird, hier werden mich jetzt dann, wenn ich das versuche, ein paar Gegner angreifen. Und ich werde dabei sterben. Aber das ist gewollt. Das sage ich jetzt ja mal gleich. Deswegen starten wir mal los. So, und da greift mich er schon an. Aber ihn haue ich mal weg. Und theoretisch sollten hier noch ein paar Gegner kommen jetzt. Ja, da kommen sie schon. Da kommen sogar sehr viele. Naja, ich hau mal ein paar weg. Einfach nur mal, um zu sehen, was die so drauf haben. Nicht so wirklich viel, hä? Und ich hoffe jetzt einfach mal grob, das waren noch nicht alle. Nein, waren sie noch nicht. Na gut. Haut mich weg, Leute. Tötet mich. Tötet mich. Ich will sterben. Na komm. So, ich bin tot. Und jetzt sollte ich theoretisch das Item bekommen, was ich brauche. Wenn ich hier jetzt nicht irgendwelchen falschen Informationen unterlegen bin. Bloody Rit. Ja, da haben wir es. Jetzt frage ich mich aber auch irgendwie, wenn ich jetzt nochmal reingehe. Oh, oh, nein, da startet wieder. Tja, wie komme ich hier jetzt noch durch? Ich muss ja jetzt auch wieder irgendwie dahin zurückkommen, wo ich eigentlich hin will. Wobei, na gut, eigentlich auch ganz easy. Ich brauche ja nur... Wir haben ja ein Dingsbumshorn. Callinghorn, danke. So, und wir wollen zum CM Lake. Und dann können wir dann nochmal den Weg nach unten gehen und dort können wir dann eigentlich auch durch. Denn jetzt haben wir ja das Item. Wobei, wenn wir ja das Item schon mal haben, wenn wir das ja schon mal haben, dann können wir uns das natürlich auch mal angucken. Wenn ich denn wüsste, wo das ist. Hier wohl nicht, hä? Bei den Ringen. Ah, hier. A bloodstained papyrus page containing some not quite legible symbols. You sense that carrying this proves something about your heart, but you're not quite sure of what. Aha. Ergibt natürlich total Sinn. Aber eigentlich ja auch egal. Moment mal, hier unten. Ach, da kann ich ja eigentlich schon durch. Will ich aber eigentlich gar nicht durch. So, denn ich will hier hin. Moment mal, sollte hier nicht eigentlich mehr Licht sein? Safe to drop down. Habe ich da immer die Fackel benutzt? Ich bin mir momentan nicht mehr so wirklich sicher. Egal. Es geht wieder nach unten und... Och, wie oft bin ich das letzte Mal gesprungen? Ich glaube 9 Mal. Dann war das jetzt 1, 2, 3, 4. Fünf. 6, 7, 8. Und jetzt sollten die Planken kommen. Ja. Gut. Hallo, mein Freund. So, jetzt habe ich das endlich, was du von mir verlangst. Do you have a mark? Natürlich habe ich eins. A writ. Good. Then you've tried and failed to commit the ultimate betrayal. Defying a holy place that once cared for you. But you have failed, haven't you? That's why you sought our help. Beyond me lies a sanctuary to the betrayer. I will ask you this once. Do you wish to spare your blood to him? Ja, will ich das? Ja, natürlich will ich das. I am pleased. Here is the icon of our dark creed.
And here is a key to the door that lies beyond me. Revitalize our sanctuary. Spread our malice through the land. Okay, jetzt hat er mir den Schlüssel gegeben und auch das Item, womit ich Dingbums-Dinger, also Sanctuaries, umwandeln kann, aber wer sagt, dass ich das auf anderen Sanctuaries benutze, hä? Ist ja wohl totaler Quatsch. Und hier sieht's mal echt mega nett aus. Wie diese Totenköpfe hier so schön dekoriert sind. Mh, lecker, lecker. Genau mein Style. Hallo. The Blackest Vault. Greetings, Tainted One. I'm an acolyte of Azdrithak. I have yielded to the bidding of our dark god because his will is the true rule of the world. I was actually once a disciple of Fire and Sky, but that didn't continue. Ah ja, die Fire and Sky Typen haben wir auch schon kennengelernt. I came across buried knowledge in our archives. Magic without fire and sky. But such things were forbidden and I was cast out. Though this secret order, I found a place to study this craft. Studying these dark arts, truly that is the only important thing left for me. Okay, das kennen wir schon. Was hast denn du für Items? Zaubersprüche, ein Ring für Magie. Das brauche ich jetzt alles nicht so wirklich, hä? Naja. Naja. Ist jetzt nicht so mega krass, was ihr hier zu bieten habt, möchte ich mal sagen. So, was ich hier aber jetzt mal dringend brauche, ist ein Guide. Denn ich möchte schon die Möglichkeit haben, mich hier auch wieder wegzuteleportieren. Joink, Stone Guide. Ah, danke. Was bringt denn die Planke da oben? Dann kann man hier eigentlich... Okay, ich stehe hier jetzt irgendwo. Oh! What? Wo zur Hölle laufe ich hier gerade hin? What? Komme ich hier noch weiter runter? Vielleicht besser mal vorher heilen. So, und jetzt. Hui! Okay, das geht. Da unten sehe ich zumindest schon mal ein paar Pflanzen wachsen, also ist der Sprung sicher. Alter, wie weit geht denn das hier? Und noch weiter und noch weiter. Oh Mann. Okay. Was ich hier gerade Heiltränke verschwende. Huiye. Gelandet. Sicher gelandet. Grey Pearl. Ist ja mal ganz nett. Eine Fackel wäre hier eigentlich auch ganz nett. Keine Geheimtür. Und wir sind wieder in den Pitchwoods. Ja, was machen wir denn in den Pitchwoods? Mann, der Gang hier ist aber echt gut versteckt. Das muss man auch echt mal lassen. Secret Door, drop down. Ja, jetzt sagst du es mir. Wie ich das erste Mal da war, habe ich das komplett übersehen. Ach ja, stimmt, da sind ja wieder die Pferdeköpfe. Hallo, bewegt euch. Die Fackel kann ich eigentlich auch machen. Nein, geh weg von mir. Au, Motherfucker. So, irgendwo sollte dann ja eigentlich das eine Dingsbums kommen, das kleine Sanctuary. Ach, die lasse ich jetzt einfach mal liegen, bis so lange wie die brauchen, bis sie mal sich zu bewegen anfangen. Das dauert ja ewig. So, dann was ich eigentlich auch noch nachgucken wollte. Man hat ja hier den Boss besiegt und dann ist man da runter zu einem Strand gekommen. Und ja, irgendwie war dann dort nichts. Das fand ich irgendwie schon immer komisch, deswegen würde ich mich hier eigentlich gerne nochmal umgucken.
wir hier nicht doch vielleicht irgendwas übersehen habe. Ich meine, hier hoch war ja nix. Ne, da lag nur ein Item. Aber sonst ist ja echt mal gar nichts. Frage mich gerade, wie weit kann ich hier gehen, bevor ich untergehe? Ziemlich weit. Fool! What? So ein Arsch. Na gut. Hat sich das Thema also auch erledigt. Na dann, wieder ein Calling Horn, bitteschön. Und dann können wir wieder dahin zurück, wo wir eigentlich aufgehört haben. Blackest Vault brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen zu The Crypt of Dead Gods. So, okay. Jetzt sind wir wieder da, wo wir weitermachen können. Wir haben ja das letzte Mal hier sowieso einen Shortcut aktiviert. Und den Weg wollen wir jetzt natürlich mal ein bisschen weiterverfolgen. Ah, nein, 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 nein. Huha, sasa. So, von wo bin ich hier das letzte Mal gekommen? Na, hier war ich ja anscheinend noch nicht, denn hier ist ein Item. Ein Warhorn. Noch ein Item. Bloß ein Locket. Soll ich da rechts rüber? Wäre nicht schlecht gewesen, wenn ich da rechts rüber gesprungen wäre. Ich bin aber leider wohl ein bisschen zu früh losgesprungen. Also den Double Jump habe ich ein bisschen zu früh benutzt. Und bin dadurch wohl ein bisschen gegen die Wand geklatscht. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Wieso habe ich eigentlich nur 8 Heiltränke? Sollten das nicht eigentlich mehr sein? Oder ist das jetzt wieder weniger, weil ich versucht habe, den einen Heiligtum zu übernehmen? Hä? Ach, ich bin jetzt gar nicht mehr in dem Alt, die haben mich umgewechselt. Ja, ich möchte gern wieder zurück zu Divara's Light. Danke. So, jetzt habe ich wieder meine 11 Stück. Okay. Haben die mich einfach so umgewechselt? Na, das geht aber mal gar nicht. Ja, hui, das war wieder viel zu knapp. So, da, da. Hier ist ja noch alles halbwegs sicher. Hier habe ich mal wieder meine Seele zurück. Aber ist der Sprung hier echt mal machbar? Ja, der ist machbar. Okay. Vielleicht sollte ich vorher mal versuchen, hier eventuell rüber zu springen. Ach, und da steht wieder eine von denen. Okay, einmal schlagen, ausweichen und zweimal treffen und ist down. Oh, Lord's Order, 3 Stück. Nice. Okay, die Taktik mit dem einmal schlagen, dann durchrollen und dann nochmal zweimal schlagen, funktioniert bei den Typen echt ganz gut. So, meins Crystal 4, auch nicht schlecht. Da unten ist auch ein Durchgang. Wo komme ich denn hier jetzt hin? Ah, da ist eine Truhe. Das ist keine Mimik. Nochmal 3 Stück Lords, oder? Okay, aber da komme ich definitiv nicht hoch. So, jetzt muss ich nur mal probieren, ob ich das hier... Na komm, halt dich fest. Ah, okay, da wäre ja sowieso eine Plattform. Na gut. Hätte ich mir gar nicht so dermaßen Sorgen machen müssen. Oh, joink, das aktivieren wir mal. Das ist ja mal ganz nett. Nur, von wo aus soll ich hier jetzt bitte schon hinspringen? Ich komme hier halt wieder hoch. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich glaube ja, dass ich da hinten
noch einen Pfad nach unten gesehen habe, den ich noch nicht gegangen bin. Au, haut ihm mal voll ein auf die Fresse. Und gleich nochmal. Ja, danke schön. Arschloch. So, war das hier? Ja, das war hier. Genau, ich bin vorher oben durch die Tür gegangen und jetzt muss ich irgendwie versuchen, hier weiterzukommen. Hm, dort wäre auch eine Plattform. Ich frage mich mal eher, wo ich hier hinkomme. Ach, so einer schon wieder. Die ja eigentlich mal, abgesehen davon, dass sie viel aushalten, nicht wirklich viel anderes können. Gott, die sind echt so easy. Man mag es gar nicht glauben bei der Größe, aber echt mal, die Typen sind nicht schwer. Oh, Boss. Okay, wissen wir das mal. Gut zu wissen. Hier geht's zum Boss. Wir haben aber natürlich noch andere Pfade, die es hier zu erkunden gibt. Und die wollen wir natürlich mal nicht vernachlässigen. So, ich glaube aber jetzt ehrlich gesagt, dass ich hier... Oh, geht doch. Puh, wollte gerade sagen, dass ich hier nicht mehr zurückkomme. So, wir hatten ja hier auch noch eine Plattform, wo wir landen konnten. Ach, und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Okay. Ach, du schon wieder. Jetzt beruhig dich doch endlich mal. Und mit beruhigen meine ich, stirb doch. Okay, Items, Stone Cell Sword. Okay, da oben ist auch eine Tür. Ich glaube aber kaum, dass ich von hier aus da hochkomme. Nee. Das muss ich irgendwie von oben aus machen. Frage ist jetzt natürlich, komme ich überhaupt wieder hoch hier? Naja, scheint zu halbwegs zu funktionieren. Ah, scheiße, da konnte ich mich nicht mehr festhalten. Naja, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte, dann müssen wir halt wieder ein Calling Horn benutzen. Ne, Moment mal, hier sind wir ja vorhin wieder zum Boss gekommen. Das will ich ja eigentlich mal nicht. Und das war auch falsch. Fuck! Ja, so geht's doch. So, muss ich da... Ach, da hinten ist die Tür. Mhm. Dann gehe ich aber nochmal schnell zum Sanctuary und hole mir meine HP. So, bin ich jetzt falsch? Ich glaube, ich bin ja falsch. Scheißegal. Ich mache jetzt sowieso mal ein kleines Päuschen und wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder zurück. Und ich merke auch gerade, dass die Pinkelpause total unnötig war, denn die Folge geht, wenn ich auf die Uhr gucke, sowieso nicht mehr lange. Aber da ich momentan sowieso nicht mehr so wirklich das kleine Sanctuary finde, werden wir einfach mal den Einsprung riskieren. Nein, den meinte ich nicht. Ich meine den hier. Joink, und wir sind da. Der war doch eigentlich recht easy. Nur wohin geht's denn hier jetzt? Aha. Toll, da sehe ich wieder nicht, wo ich hinspringen kann. Okay, das war mal sicher gelandet. Hier auch. Da unten kann ich auch landen.
Und ja, jetzt sehe ich nicht mehr, wo ich hinspringen muss. Vielleicht mal Lampe machen. Nee, ich habe keinen Plan. Ach, das ist doch Crap. Hier muss es ja aber wohl doch noch irgendwie weiter nach unten gehen. Wofür ist denn sonst die Plattform hier? Naja. Okay, links war mal wohl ganz korrekt. Jump right. Aha. Danke für den Tipp, mein Freund. Wieso ist denn hier kein Tipp? Aber da sehe ich zumindest da unten schon mal eine Plattform. Shimmering Pearl. So, hier rüber. Ach, meine Güte, was sind das hier für eine Sprungpassage? Aber wir sind anscheinend heil unten angekommen. Und jetzt geht's erst wieder nach oben. Mann, Mann, Mann. Flame. Und noch ein Boss. Okay, jetzt können wir entweder links gehen oder rechts gehen. Wir haben auf beiden Seiten einen Boss. Na gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Episode probieren wir einfach mal diesen Boss hier. Und ob der mir auf die Schnauze gibt oder nicht, werden wir sehen. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.